Okay, jetzt kommt eine Rede von einem bekannten Postwachstumsökonomen. Sein Name ist Nico Pech und begrüße ihn ganz herzlich. Hallo Nico. Das Wort geht an dich. So. Hallo allerseits. Ich möchte mich dafür bedanken, eingeladen worden zu sein und zähle mich zu den Aktiven. Okay. Ich glaube, es ist erlaubt, bei dem Abstand, den ich jetzt habe, die Mundbedeckung kurz abzunehmen. Also nochmal, vielen Dank dafür, dass ihr mich eingeladen habt, dass ihr so zahlreich erschienen seid. Ich zähle mich eigentlich von Beginn an zu den aktiven Unterstützerinnen und Unterstützern von Extinction Rebellion. Ich bin wachstumskritischer Nachhaltigkeitsforscher und bin heute gekommen, um die Geschichte eines Flusses zu erzählen. Ich komme aus einer Gegend, wo ein tiefer Fluss ist. Ein Fluss, der nicht nur tief ist, der wahnsinnig breit ist, der reißend ist und der im Begriff ist, den ganzen Planeten zu erfassen. Es ist definitiv der gefährlichste Fluss. Es ist der Überfluss. Und dieser Fluss hat die menschliche Zivilisation an verschiedene Wendepunkte geführt, an denen wir uns jetzt befinden. Über einen Wendepunkt haben wir heute schon viel gesprochen. Und der betrifft den Umstand, dass die menschliche Zivilisation die physische, das heißt die ökologische Überlebensfähigkeit verloren hat. Das hier näher zu erläutern, wäre nun wirklich Zeitverschwendung. Aber wir stehen auch an anderen Wendepunkten. Wir sind innerhalb der Nachhaltigkeitsforschung inzwischen konfrontiert mit der Einsicht, dass viele vorgeschlagene Klimaschutzkonzepte zum Scheitern verurteilt sind. Wir müssen uns klar machen, dass bequeme, moderne Lösungen, die auf technischem Fortschritt beruhen, niemals hinreichend sein können, um die Überlebensfähigkeit wiederzuerlangen. Nichts spricht dagegen, alle Dächer mit Photovoltaik oder solarthermischen Anlagen auszustatten. Nichts spricht dagegen, stillgelegte Autobahnen, stillgelegte Flughäfen, stillgelegte Industriegebiete mit Windkraftanlagen auszustatten. Aber wir werden es niemals schaffen, eine konsum- und globale Mobilitäts- und digitale Gesellschaft, wie wir sie jetzt kennen, zu erhalten, allein auf Basis technischen Fortschritts. Aber wenn der technische Fortschritt nicht ausreicht, was ist dann die Lösung für das Problem? Die Lösung kann dann nur bedeuten Reduktion. Reduktion, so finden viele, tut weh oder sei Verzicht oder habe mit Unfreiheit zu tun. Das ist nicht der Fall. Denn dieser Fluss, von dem ich gerade erzählt habe, hat eben nicht nur einen ökologischen Wendepunkt herbeigeführt, sondern er hat auch dazu geführt, dass wir längst vor psychischen Wachstumsgrenzen stehen. Der Überfluss hat uns dermaßen in der Hand, und ich rede jetzt natürlich vom globalen Norden, ich rede von den prosperierenden Industrie- und Konsumgesellschaften, hat uns dermaßen in der Hand, dass wir sehr, sehr viele Befunde aus der Wissenschaft haben, die uns erkennen lassen, dass seit etwa 2, 3, vielleicht sogar 4 Jahrzehnten trotz wachsender Wirtschaft das Wohlbefinden der Menschen oder die Lebensqualität nicht mehr zunimmt. Das ist ein weiterer Grund dafür, endlich ernst zu machen mit der vielleicht wichtigsten Einsicht, nämlich wir müssen unsere Lebensstile anpassen, nicht nur an ein Überlebensprogramm, sondern auch an die Notwendigkeit einer höheren Lebensqualität, nämlich durch eine Entrümpelung dieser Gesellschaft. Die Ökonomie der Zukunft fängt nicht dort an, wo wir die Frage beantworten, was wir noch wie produzieren, sondern sie fängt da an, wo wir diese Gesellschaft insgesamt und unser einzelnes Leben entrümpeln von Wohlstandsschrott, der unsere Lebensqualität anzugreifen beginnt und der längst eben natürlich die Ursache dafür ist, dass wir Schwierigkeiten haben mit dem Klima. Wollten wir das 1,5 oder 2 Grad Klimaschutzziel erreichen, dann stehen wir, und das ist der nächste Wendepunkt, vor einer epochalen verteilungspolitischen Aufgabe. Globale Gerechtigkeit in der Zukunft bemisst sich nicht mehr am Einkommens- oder Vermögenssteuersatz, so sehr ich für eine radikale Steuerreform eintrete, die für diesbezügliche Gerechtigkeit sorgt. Nein. Die Gerechtigkeitsfrage des 21. Jahrhunderts lautet, wie viel an materieller Freiheit darf sich ein einzelnes Individuum noch nehmen, ohne ökologisch und auf andere Weise über seine Verhältnisse zu leben. Und ihr wisst genau, das Maß der Dinge ist eine Tonne an CO2-Äquivalenten, da wir momentan 7,6 Milliarden Menschen auf diesem Planeten haben. Und deswegen ist die Frage an die
Wirtschaftswissenschaft oder überhaupt an die Gestaltung einer Ökonomie. Wie muss die Ökonomie aussehen, damit Menschen befähigt sind, mit einer Tonne an CO2-Äquivalenten auszukommen? Daran alleine bemisst sich das Gelingen von Klimaschutz. Und das ist eben, ich muss das nochmal sagen, keine technische Frage, sondern eine Frage der Selbstbegrenzung, der Reduktion und vor allem des Abwurfs von Ballast. Wenn wir nun eine Gesellschaft entrümpeln wollen, in diesem ersten Schritt, dann müssen wir eine wichtige Unterscheidung treffen, nämlich zwischen dekadentem Luxus und essentiellen Grundbedürfnissen. Und dann ist es eben wichtiger, Strom für ein Krankenhaus zu erzeugen, als einen Flughafen aufrechtzuerhalten oder Kreuzfahrtschiffe noch zuzulassen oder einen überbordenden, individuellen, motorisierten Individualverkehr zu ertragen. Das muss klar sein. Wir werden auch in einer sogenannten Postwachstumsökonomie wichtige Dinge produzieren, moderne Dinge produzieren. Aber der Schwerpunkt wird nicht mehr auf der Produktion der Dinge liegen, sondern er wird, nachdem wir unseren Wohlstand maßvoll und sozial gerecht reduziert haben, darauf liegen, die Dinge anders zu nutzen. Ein interessanter weiterer Wendepunkt, über den selten gesprochen wird, der betrifft die Erkenntnis, dass wir erstmals in der Geschichte der Menschheit mehr brauchbare mineralische Ressourcen, die für die Produktion von Gütern gebraucht werden, über der Erde statt wie bislang unter der Erde finden. Weil wir so viel Schrott produziert haben, so viele Häuser gebaut haben, so viele Infrastrukturen in die Welt gesetzt haben, so viele Produktionsstationen oder auch Technik in die Welt gebracht haben, vor allem aber so viele Konsumgüter, dass wir jetzt nicht nur entrümpeln müssen, sondern wir müssen über eine Reparaturrevolution und vor allem auch über den Übergang, Dinge gemeinschaftlich zu nutzen, den Bedarf an weiterer Produktion, den Bedarf an weiterer Mobilität senken. Und damit kann im Prinzip jeder und jeder auch anfangen, das ist vollkommen klar. Ich habe jetzt nicht so viel Redezeit, mir wurde gesagt, ich habe nur 5 Minuten, deswegen muss ich schon jetzt zum Schluss kommen. Der letzte Wendepunkt, über den ich heute reden möchte, ist folgender. Die Politik ist überfordert. In einer parlamentarischen Demokratie kann eine gewählte Regierung vieles tun, aber eins niemals, nämlich die Lebensrealität der Wählermehrheit angreifen. Deswegen müssen wir den ersten Schritt tun. Wir müssen der Politik das Alibi nehmen, sagen zu können, dass wir eine Degrowth- oder Postwachstumsstrategie ja gar nicht ertragen würden, weil ja unser Lebensstil dem nicht entspricht. Wenn wir der Politik Beine machen wollen, brauchen wir Pioniere. Wir brauchen einen Aufstand der Handelnden und der sich dem Wachstum Verweigernden. Deswegen freue ich mich, dass es Extinction Rebellion gibt, weil für mich ist Extinction Rebellion nicht einfach nur eine soziale Bewegung, die sehr intelligente und sehr überfällige Forderungen stellt, sondern sie verkörpert für mich auch einen Aufstand, der darauf beruht, neue Lebensstile, neue Methoden der Verweigerung eben auch zu praktizieren. Denn das ist friedlich, das ist demokratisch, das ist frei. Das heißt also, hier können wir, und das hat heute schon eine Vorrednerin gesagt, die Demokratie geradezu retten davor, den Bach runterzugehen. Denn eines wird zuerst sterben, wenn der Klimawandel so weitergeht. Das ist die Demokratie. Das heißt also, Klimaschutz ist immer auch Demokratieschutz, ist immer auch Freiheitsschutz. Ich danke euch ganz herzlich für eure Aufmerksamkeit.